Carla, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen auf dem Welt-Roma-Kongress. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid. Nach mehr als 40 Jahren ist es das erste Mal, dass ein Welt-Roma-Kongress in Deutschland stattfindet. Gemeinsam mit Roma-Organisationen aus vielen Ländern haben wir den Kongress vorbereitet. Wir bedanken uns bei der Kosovo Roma Rights Coalition, ein Zusammenschluss von kosovarischen Roma-Organisationen in der Diaspora, darunter Deutschland, Frankreich, Belgien, Ex-Jugoslawien, USA, Dänemark und England. Wir bedanken uns bei La Orden del Fénix aus Spanien und natürlich bei Grattan Puxon, der seit 60 Jahren für die Rechte der Roma und Roma kämpft. Wir bedanken uns bei Romani Pen, unseren Berliner Schwestern und bei den weiteren involvierten migrantischen Roma-Organisationen in Deutschland, dem Bundesroma-Verband, dem Roma-Center und dem Roma-Anti-Discrimination-Network, Romani Kafava und vielen weiteren. Die Liste ist lang. In den 52 Jahren seit dem ersten Welt-Roma-Kongress hat sich viel verändert. Es hat viele Kämpfe gegeben. Doch mit der Zeit ging der Geist für gleiche Rechte verloren. Statt um gleiche Rechte ging es nur noch um die Integration in die Gesellschaft, obwohl wir schon seit Jahrhunderten in diesen Gesellschaften leben. Kritische Stimmen wurden nicht gehört und Diskriminierung nahm weiter zu. Die Transformationsprozesse nach dem Ende des Kalten Krieges haben die sozioökonomische Exklusion, die Diskriminierung und die Marginalisierung von Roma in vielen Ländern vorangetrieben. Gleichzeitig erlebten wir den Aufstieg des Nationalismus und anderer reaktionärer Ideologien, die Roma und Roma zu Sündenböcken gemacht haben. Die Kriege in Jugoslawien verheizten die Roma und Roma, die keiner der kriegführenden Seiten angehörten wollten, zwischen den nationalistischen Lagern. In diesen Kriegen wurden viele Roma und Roma vertrieben und ihrer Lebensgrundlagen beraubt. Viele leben bis heute ohne sicheren Aufenthalt, verstreut in Europa. Sie haben kein Zuhause mehr, in das sie zurück können. Gleiches droht aktuell in der Ukraine. Tausende von Roma und Roma fliehen vor dem Krieg und erleben massiven Rassismus, sowohl in der Ukraine als auch in den Ländern, in die sie fliehen. Wir erleben jedoch nicht nur Krieg in der Ukraine. Der Krieg in Syrien ist längst vergessen. Dass die Dom-Community, die Roma und Roma im Nahen Osten durch diesen Krieg vertrieben wurden, ist im Westen unbekannt. Als wäre die Lage dieser Menschen nicht schon schlimm genug, wurden diese von einem katastrophalen Erdbeben erschüttert, das Tausende das Leben gekostet und die Überlebenden obdachlos und traumatisiert zurückgelassen hat. All das findet in den Medien keine Erwähnung, wird von der Politik weitgehend ignoriert. Vor allem strukturelle und institutionelle Diskriminierung sind in allen Ländern Europas schwerwiegend Probleme, die nicht systematisch bekämpft werden und vielfach nicht erkannt und gar ignoriert werden. Rassistisch motivierte Gewalt ist ein gravierendes Problem in vielen Ländern. Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Politik und Gesellschaft drohen die Roma und Roma-Community in ganz Europa. Diese Themen müssen primär von mehr Mehrheitsgesellschaften angegangen werden, da sie gesamtgesellschaftliche Probleme sind. Jedoch können wir darauf nicht warten, denn es sind existenzielle Bedrohungen für uns. Der Kongress war ein schwerer Geburt. Seit Wochen gibt es Widerstände dagegen, es werden Gerüchte und falsche Behauptungen verbreitet. Uns wurde im letzten Moment das Rothaus als Veranstaltungsort abgesagt.
Aber dennoch sind wir hier. Denn wir haben keine Zeit zu verlieren. Mit dem Kongress wollen wir ein neues Denken bringen und eine Plattform schaffen, auf der über realen Problemen gesprochen wird, um gemeinsam nach Lösungen und neuen Wegen zu suchen. Eine generelle Reform der Romnia- und Roma-Politik ist notwendig. Dies ist kein Kongress, auf dem Vertreter in nutzlose Funktionen gewählt werden. Es ist kein Kongress, auf dem eine weitere aufgeblasene Institution gegründet werden soll. Es ist ein Kongress für die Menschen, eine Plattform, auf der wir zusammenkommen können, um nach Lösungen für alle Probleme zu suchen. Denn die Lage unserer Menschen wird schlimmer und schlimmer. Mit euch allen, mit den Roma-Organisationen und Aktivistinnen aus der ganzen Welt möchten wir über diese Situation reden und nach Wegen für eine bessere, eine gerechtere Zukunft suchen. Für eine Generation und die Generationen, die noch kommen. Wir hätten uns gewünscht, dass Tausende von euch hätten teilnehmen können. Wir appellieren an alle. Schafft Plattformen überall auf der Welt. Kommt zusammen und sucht gemeinsam nach Wegen in eine bessere Zukunft. Wir wünschen euch viel Kraft dabei und sind glücklich, dass Menschen weltweit motiviert werden. Ihr stärkt die Bewegung mit eurer Kritik und eurer Unterstützung, euren Ideen und euren Plänen. Es gibt bereits Gerüchte, dass die nächsten Kongressen in Brasilien und in den USA stattfinden sollen. Resistance for Existence. Opre Roma, alle bleiben!